Gute! Herzlich willkommen zu InsideCoin Folge 638. Es ist lange her, dass wir uns hier gesehen haben. Ich glaube, das letzte Mal war die Sondersendung zu Silvester und als ich Host war, also als Felix, wie heute ich vertreten darf, ist noch länger her. Aber ich habe mir natürlich die Mühe gemacht und habe mir auch dieses Video nochmal angeschaut und mir auch eure Kommentare dazu durchgelesen. Und beim letzten Mal kam der Icke dir. Pirmin, weiter so, du erinnerst mich an Wesley Crusher von Star Trek. Das soll ein Kompliment sein? Sorry, keine Sorge. Finde ich lustig, denn irgendwie in letzter Zeit werde ich mit sehr, sehr vielen Leuten verglichen, muss ich sagen. Unter anderem schreiben ein paar Videos, ein paar Leute immer drunter, ich bin wie Thomas Punk, also Held der Steine, der Lego-Typ. Dann wurde ich jetzt letztens mit dem Extra-3-Moderator Christian Ehring verglichen, weil ich anscheinend immer so ein bisschen gleich drauf bin von den Witzen her. Und dann hat noch wer anders auf Insta jemand geschrieben, ich erinnere ihn an Spencer von iCarly. Also ich werde schon mit Gott in der Welt, also ich wurde auch mal mit, oh, da gab es noch mal so einen DSDS-Teilnehmer, Daniele Negroni oder irgendwie so. Finde ich lustig, mit wem ihr mich immer alle vergleicht. Schreibt das mal gerne drunter, was mich immer daran erinnert, weil alle immer so Ideen haben, oh, ein neues Spiel, jetzt brauche ich einen super krassen Namen. Inzwischen bin ich so, ich will eigentlich gar keinen Nickname mehr. Mein Name Pirmin ist irgendwie so besonders, den nehme ich inzwischen eigentlich so weit, es geht immer überall irgendwie so her, weil ich mir denke, so, komm, das ist irgendwie Name, Marke genug oder so. Ich brauche mir irgendwie jetzt irgendwie nicht mehr so was Cooles auszudenken, so der Zerstörer 7 und 8. Brauche ich nicht. Irgendwie Pirmin, das reicht mir. Und dann hat noch der Barrenschnorrer geschrieben, jedes Mal etwas besser als das vorige und scheint die wenige Kritik auch gerne anzunehmen, die man ihm äußern kann. Sehr gerne, wenn ihr was zu verbessern habt, schreibt das sehr gerne drunter. Ich nehme das alles auf, versuche das so gut zu machen, wie es möglich ist, mir möglich ist. Dann habt ihr Spaß, dann habe ich auch Spaß und dafür sind wir hier. Und warum wir auch hier sind, sind die Themen. Wir haben wieder vier Themen für euch und da fangen wir an mit dem Filetstück der Woche. Und zwar haben wir Vampire the Masquerade Swansong für euch angeschaut. Dann haben wir durchgezockt und zwar Weird West. Dann haben wir noch einen kleinen First Look und zwar zu High-Rise City. Das erinnert so ein bisschen sehr an City Skylines. Und zum Abschluss noch eine kleine Zock-Session zu Orbital Bullet. Aber bevor wir zu diesen kleinen Themen kommen, haben wir natürlich auch wieder die News für euch. Wobei, heute nur eine News, deswegen bleibe ich einfach mal gerade hier. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, ich habe auch schon in unseren News darüber gesprochen, und zwar das neue PlayStation-Abo-Modell, so ein bisschen das Pendant zum Xbox Game Pass für PlayStation-Kunden. Da hat Sony jetzt nun die Katze aus dem Sack gelassen. Und zwar, es gab ja auch schon sehr viele Gerüchte darüber. Projekt Spartacus war ja damals der Name. Und jetzt gab es ja auch die Woche eben die Gerüchte, ey, es wird vielleicht angekündigt. Und jetzt war es eben soweit, dann wurde es angekündigt. Kurz und knapp, PS Plus wird mit PS Now zusammengeschweißt zu einem neuen großen Abo-Modell. Und das nennt sich PS Plus, also der Name bleibt gleich insofern. Es wird aber in PS Plus, also im neuen PS Plus, dann drei verschiedene Preismodelle geben, drei Stufen. Und zwar einmal PlayStation Plus Essentials. Das ist quasi wie PS Plus heute. Ihr bekommt zwei Spiele im Monat, ihr kriegt exklusive Rabatte, den Cloud-Speicher, bekommt Zugriff auf Online-Multiplayer-Komponenten und kostet 9 Euro im Monat. Dann gibt es eine Stufe drüber, und zwar PlayStation Plus Extra. Da kriegt ihr alles, was PlayStation Plus Essentials macht. Und on top eine Spielebibliothek aus 400 PlayStation 4 und PlayStation 5 Titeln. Da sind dann dabei Spiele dabei wie God of War, Death Stranding, Returnal, Spider-Man. Kostet euch 14 Euro im Monat. Und dann gibt es noch die höchste Preisstufe, PlayStation Plus Premium, wie es dann so schön heißt. Und da gibt es nochmal zu den 400 Spielen nochmal 340 Spiele on top. Ihr bekommt dann Cloud Streaming, also PS Now sozusagen, bei dieser Stufe noch dazu. Da gibt es dann auch Spiele von der PS1, 2, 3, der PSP. Zudem auch noch zeitlich begrenzte Demos vorab und das kostet euch dann in dieser höchsten Stufe 17 Euro im Monat. Soll im Juni 2022 an den Start gehen. Und dann gab es jetzt natürlich auch, habe ich mitbekommen, das ist natürlich auch ein Argument, wo ich sage, das stimmt schon, dass viele nachgefragt haben, ey, wie ist es denn so bei der Xbox Game Pass, ne, ab Tag 1, da hast du Halo bekommen, da hast du Forza bekommen, da bekommst du Starfield. Wie ist es denn bei PlayStation, wie ist es denn bei Sony? Bekomme ich da dann auch das neue God of War zum Beispiel ab Tag 1? Haben sie nachgefragt und hat sich der CEO Jim Ryan jetzt dazu geäußert und kurz und knapp, ich sage das einfach mal so, wie es ist, er hat bestätigt, dass es solche gegenwärtig, also die Pläne gegenwärtig nicht gibt. Und das ist ein bisschen schade, denn also begründet wird es damit, das Geschäftsmodell sei so jetzt schon profitabel genug, um mehr Kapital zu bekommen, um das dann in neue Spiele für euch stecken zu können. Und das finde ich ein bisschen schade, denn ich muss mal ein bisschen ausholen bei dem Punkt, denn bei Streamingdiensten ist es ja allgemein so, das hat man ja, also ist ja kein neues Phänomen, gab es ja schon früher und jetzt auch Netflix und so, sind ja keine neuen Erscheinungen.
Und es hat sich ja bewiesen, und über Zeit ist es ja so, dass eine große Datenbank an Spielen einfach zu sagen, ey, ich bringe jetzt hier einen Abo-Dienst, da sind alle Spiele oder alle Serien oder alle Filme drin, die kannst du dir anschauen. Das ist zwar ganz nett, aber damit ziehst du keine neuen Kunden oder hältst du die nicht über lange Zeit. Wichtig ist, das macht ja Netflix jetzt eben auch sehr mit vielen Eigenproduktionen, gerade im Serienbereich, Spotify mit dem Podcast, Amazon macht auch die eigenen Serien, dass du Eigenproduktionen brauchst und immer neuen Content liefern musst, um deine Kunden zu halten. Und das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht, als ich das dann gehört habe, so dass sie nicht vorhaben, die neuen Spiele da reinzubringen. Wenn ich mir überlege, so, okay, jetzt abonniere ich das. Es ist zwar schön, dass ich da mal ein Spiel vor 2, 3 Jahren, das ich vielleicht noch nicht gespielt habe, irgendwo noch auf meiner Liste ist, nachholen kann. Aber das ist nicht so, also wenn ich trotzdem den AAA-Titel dann den nächsten für 70 Euro kaufen muss, dass ich sage so, und das lohnt sich jetzt für mich. Das ist ein bisschen, finde ich ein bisschen schade, deswegen tue ich mir auch ein bisschen schwer, oder persönlich spreche ich da jetzt auch gar nicht vom Konkurrenten zum Game Pass, auch weil die gar nicht auf der gleichen Plattform sind, sondern eher nur zum Pardon und irgendwie für mich persönlich irgendwie leider ein schlechteres, weil eben dieser ganze Neuigkeitsaspekt jetzt irgendwie aktuell noch so ein bisschen fehlt. Muss man gucken, wie sich das am Ende genau entwickelt. Wie gesagt, im Juni 2022 geht los. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Gut, mir persönlich ist ein bisschen egal, bin kein großer PlayStation-Zocker, bin wie gesagt auf dem PC zu Hause. Aber ich hoffe für euch, dass es cool wird oder gerade für die PlayStation-Fans. Und dann haben wir alle was gewonnen. So, aber bevor wir noch direkt mit unseren Themen starten, noch eine kleine News, ein bisschen Werbung in einer Sache. Ihr habt schon unter den letzten Videos oder in den Livestream schon oft reingeschrieben, warum machen wir denn nicht mal einen wirklichen Livestream? Würdet euch freuen. Und ich habe mir gedacht, so, weil ich ja selber auch aus dem Live-Bereich komme, ich spiele gerne Theater, habe auch mal ein bisschen gezaubert, war ja auch davor als Moderator so ein bisschen für eine Agentur tätig, habe mir gedacht, so an sich bin ich im Live-Bereich ja auch sehr gerne zu Hause. Wir haben ja auch mit dem BSI dann bei der Gamescom auch einen Livestream gemacht, haben wir uns gedacht, so, ja, eigentlich könnten wir das eigentlich mal wieder ausprobieren. Deswegen habe ich mich hier ein bisschen eingebracht und habe gesagt, okay, komm, haben wir jetzt am Montag einen Livestream gemacht. Ist natürlich ein bisschen schwierig, habt ihr wahrscheinlich nicht wirklich mitbekommen, weil zeitmäßig, wir arbeiten vormittag, nachmittags, die meisten schauen halt abends so einen Stream, deswegen haben es vielleicht nicht viele mitbekommen. Haben wir gesagt, wir probieren es jetzt einfach mal aus. Haben uns getroffen, haben so ein bisschen über Februar, März das Release-Fenster gequatscht, so ein bisschen wie unsere Silvester-Sendung mäßig. Also einfach so ein bisschen Revue passieren lassen, Highlights, Lowlights. Und dann am Ende haben wir noch ein bisschen Tiny Tina's Wonderlands gezockt. Wenn ihr wollt, schaut es euch gerne an. Einfach so Pilotprojekt, Dummy-mäßig. Ich habe euch den Link unten in die Infobox gehauen. Klickt da gerne drauf, schaut es euch gerne an. Lasst da gerne einen Kommentar da und dann schauen wir mal, ob wir das vielleicht bald wieder machen. Würde mich freuen. Aber was mich auch sehr freut, ist, dass wir wieder 4 Themen für euch haben. Wir haben jetzt genug gequatscht oder ich habe sehr viel gequatscht. Kommen wir zu den Themen. Und zwar fangen wir an mit dem Filetstück der Woche. Und das ist dieses Mal Vampire the Masquerade Swansong. Während das einstmals sehnlich erwartete Rollenspiel Vampire the Masquerade Bloodlines 2 in der Versenkung verschwunden scheint und unklar ist, ob es jemals unbeschadet wieder daraus auftaucht, setzt sich mit Vampire the Masquerade Swansong ein Spiel an seine Stelle, das weitaus mehr als ein Lückenbüßer, vielmehr ein noch heimliches Highlight des Jahres darstellt. Vampire the Masquerade Swansong stammt aus der Feder von Entwickler Big Bad Wolf, der für das richtungsweisende The Council bekannt oder wohl eher leider nicht bekannt ist. Denn außerhalb seines Ursprungslandes Frankreich flog der innovative Mix aus klassischem Adventure, Telltale-artigem Interactive Movie und Rollenspiel so tief unterm Radar, als hätte er Tarnkappen montiert. Dabei nahm das Spiel bereits 1,5 Jahre vor Disco Elysium dessen bahnbrechendes Spielkonzept vorneweg. Genau wie in dem Überraschungshit schlägt unter der Oberfläche von The Council das Herz eines echten Rollenspiels, das alle Entscheidungen und Dialogoptionen anhand von Skillchecks an euren Charakterwerten prüft und die Geschichte derartig in unterschiedlichste Bahnen lenkt. Swansong ist die konsequente Weiterentwicklung dessen, was die Entwickler mit The Council begonnen haben und nun ins vielschichtige Universum von Vampire the Masquerade übertragen. Wir konnten uns einen umfangreichen Einblick verschaffen und 2 Stunden Probespielen. Boston wird zu großen Teilen von der Vampirsekte der Camarilla beherrscht. Doch ein Anschlag durch mysteriöse Attentäter bringt das Kräftegleichgewicht in der Stadt ins Wanken. Darum entsendet der Vampirprinz persönlich einen seiner Getreuen, um die Verantwortlichen aufzuspüren und zur Strecke zu bringen. Entweder die weltgewandte MM, die Menschen mit Worten zu manipulieren weiß und über zahlreiche Kontakte in verschiedenste gesellschaftliche Schichten verfügt. Die verschlagene Leisha, die sich vorübergehend unsichtbar machen kann und Konflikte mit messerscharfem Verstand löst.
Oder Galeb, den wir in unserer Anspielrunde verkörpern und der über eine besondere Gabe zur Einschüchterung und Manipulation von Sterblichen verfügt. Bereits die Wahl für einen der drei unterschiedlichen Charaktere wirkt sich bedeutend auf das Spielgeschehen und vor allem die Spielweise aus. Denn je nachdem, über welche Fähigkeiten, Eigenschaften und Talente eure Spielfigur verfügt, eröffnen sich neue Optionen und verschließen sich andere. Fast jede Aktion in Vampire Swansong ist an einen Skillcheck gekoppelt, der die Durchführbarkeit an euren Charakterwerten misst. Habt ihr euren Helden zum geschickten Rhetoriker geschult, redet er sich aus brisanten Situationen heraus oder entlockt seinem Gegenüber im Gespräch Informationen, an die ein weniger schöngeistiger Charakter nicht gelangt. Jener würde dazu vielleicht die Macht der Einschüchterung nutzen, durch die er subtile Drohungen auszusprechen weiß, indem er für einen nur unbewussten wahrnehmbaren Augenblick die spitzen Fangzähne blitzen und die blutgierigen Augen funkeln lässt. Oder er greift auf eine der übersinnlichen Vampirkräfte zurück, die aber eure Blutreserven anzapfen, die dann wieder aufgefüllt werden müssen, indem ihr eure Reißzähne in die Halsschlagader eines Sterblichen rammt, was jedes Mal die Gefahr birgt, dabei entdeckt zu werden und die namensgebende Maskerade zu verletzen, die die Existenz von Vampiren vor den Menschen verheimlicht. In dem frühen Kapitel, das wir im Rahmen dieses Previews anspielen durften, treffen wir an einem Tatort in einem Luxus-Apartment ein, nachdem wir vom Vampirprinzen entsandt wurden, dem Massaker im Camarilla-Hauptquartier auf den Grund zu gehen. Im Fahrstuhl treffen wir auf einen FBI-Beamten, dessen Identität wir mal eben annehmen und uns Augenblicke später bei seinen Kollegen süffisant als mysteriöser Agent Smith vorstellen. Dem Hausherr wurde mit chirurgischer Präzision der Kopf vom Leib getrennt. Also beginnen wir mit den Ermittlungen, beziehungsweise wahren wir zumindest den Anschein, dies zu tun. Denn statt an der Identität des Mörders sind wir natürlich eher an den Zusammenhängen mit unseren eigenen heimlichen Nachforschungen interessiert. Für flüchtige Momente lässt Vampire Swansong Ähnlichkeiten mit Detektivspielen wie der Sherlock-Holmes-Reihe durchblicken. Wir verhören Zeugen wie den Butler und die Beamten von der Spurensicherung, inspizieren den Tatort, durchstöbern Handynachrichten und Computerdateien und nehmen die Leiche auf der Suche nach Spuren genauestens in Augenschein. Swansong ist kein reines Rollenspiel, wie es Bloodlines 2 zu werden versprach, sondern teilt seine DNA mindestens im selben Maße mit dem Genre der Abenteuerspiele. Wer deshalb jedoch ein konventionell gestricktes Adventure-Spiel erwartet, lässt sich von der Oberfläche täuschen. Wichtiger als das Sammeln von Inventargegenständen ist das Ausspielen der individuellen Charaktereigenschaften. Kämpfe werden wie in Disco Elysium rein verbal bzw. auf der Basis eurer Werte ausgetragen. Als ein Polizeibeamter Verdacht über unsere wahren Absichten schöpft, geraten wir in die Bredouille und müssen unseren Kopf aus der Schlinge ziehen, bevor unsere Maskerade auffliegt. Jetzt schnell eine Vampirfähigkeit aktivieren. Die Augen unseres Charakters Galeb blitzen auf, seine spitzen Eckzähne blecken für einen Augenblick erkennbar hinter den Lippen. Mit einer unnatürlich tiefen Stimme redet er dem Beamten ins Gewissen, der nichts mehr weiß, wie ihm geschieht und sich bedingungslos seinem Willen beugt. Für den Moment ist die Situation entschärft. Doch schon werden weitere Polizisten stutzig. Wir treten den strategischen Rückzug an, bewegen uns vorsichtig Richtung Fahrstuhl. Einen zweiten Polizisten können wir ebenfalls mit unserer Vampirpräsenz betören, doch ein dritter wird Zeuge davon und zückt sofort die Waffe. Galebs Blutreserven, die er zum Ausführen seiner übernatürlichen Kräfte verbraucht, befinden sich durch die vorherigen Einsätze auf einem bedrohlich niedrigen Niveau. Sinken sie auf einen kritischen Wert, nimmt das Tier von ihm Besitz und er wird zur reißenden Bestie, die nur noch dem unstillbaren Durst nach Blut gehorcht. Was also tun? Kill Her blendet das Spiel als Handlungsoption ein und wir wählen sie aus. Blitzschnell schießt Galebs Hand an die Kehle der Polizistin und bricht ihr das Genick. Kämpfe gibt es tatsächlich nicht in Vampire Swansong, aber offenbar dennoch jede Menge packend inszenierter Action. Vampire the Masquerade Swansong erscheint am 19. Mai 2022 für PC, PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series sowie die Nintendo Switch. Das war unser Filetstück der Woche, Vampire the Masquerade Swansong. Und ich muss sagen, ich finde so ein Vampir-Setting, das lacht mich schon immer irgendwie an. Ich bin auch so ein Fan von immer so ein bisschen so übernatürlichen Fähigkeiten persönlich, muss ich sagen. Und das hat mich jetzt auch sehr, habe auch mit meinem Chef drüber gequatscht, an Sherlock Holmes erinnert, was ich auch sehr cool finde, so Rätsel lösen und wenn du eben nicht weiterkommst, dass du dann eben hingehen kannst und so Superfähigkeiten nutzen kann. Aber alles eben immer sehr mit bedacht, sehr überlegt. Das alles auszuspielen wie so ein Rollenspiel,
Finde ich ganz cool. Fand ich auch, also als ich es gesehen habe, hat auch einen coolen Eindruck gemacht. Werde ich wahrscheinlich spielen. Habe ich aber, und das muss ich auch sagen, bei Vampir, was damals ja ein bisschen wirklich noch actionlastiger war, habe ich damals auch gesagt. Habe ich damals auch leider auch nicht mehr gespielt. Deswegen vielleicht nicht für bare Münze nehmen, aber ich finde, es macht einen coolen Eindruck. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Was man sich auch anschauen kann, ist Weird West. Das haben wir für euch durchgezockt und ob uns das taugt oder euch taugt, das seht ihr jetzt. The West. A land of opportunity. Adventure. A place where you can be a hero, a scoundrel, and anything in between. Nach einigen Verschiebungen ist Weird West nun endlich erschienen. Doch was genau ist Weird West für ein Spiel? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, aber versuchen wir es mal. Im Kern ist es eine immersive Simulation, denkt an Spiele so wie Deus Ex oder Dishonored. Das Besondere ist aber, dass man es aus einer isometrischen Sicht zockt. Und es steuert sich dabei wie ein Twin-Stick-Shooter. Und das Setting ist der Wilde Westen, aber mit Monstern und Zombies. Ihr seht schon, das ist alles ein ganz schönes Durcheinander. Kann das funktionieren? Welcome to the Weird West. Die Story wird dabei in 5 Akten erzählt, wobei man in jedem Akt einen komplett neuen Helden spielt, die alle ihre eigene Geschichte mit sich bringen. Es gibt aber auch eine vage Hauptgeschichte, die alles miteinander verbindet. Die 5 Helden sind dabei alle extrem unterschiedlich. So beginnt man doch eher klassisch in der Haut einer Kopfgeldjägerin, die den Mord ihres Sohnes rächen will. Aber schon im 2. Akt übernimmt man einen Schweinemenschen. Auf der Suche nach einer Hexe, die einen eben in dieses Monster verwandelt hat. Später kommen dann noch ein Werwolf, ein amerikanischer Ureinwohner und eine mystische Zauberin hinzu. Doch wie genau spielt sich Weird West überhaupt? Es gibt im Prinzip 2 Ebenen. Zum einen die große Karte, auf der man sich zu Fuß oder, wenn man es sich leisten kann, auch per Pferd, fortbewegen kann. Hier werden einem diverse Orte angezeigt, die man alle frei nach seinen Vorlieben erkunden kann. So kann man auf Schatzsuche gehen nach wertvollem Loot, sich in eine Mine begeben, um wertvolle Ressourcen abzubauen, oder man riskiert den Blick in eine verlassene Stadt. Doch Vorsicht! Umso interessanter ein Ort wirkt, desto größer ist die Chance, dass man auf Gegner trifft. Und auf Gegner treffen kann man auch auf der Map, denn auf seinen Reisen können Zufallskämpfe alle Pokémon triggern. Und hier kommen wir jetzt zur 2. Ebene des Spiels. Sobald man einen Ort erreicht oder einen Kampf startet, wechselt das Spiel in eine isometrische Top-Down-Sicht, wie man sie zum Beispiel aus Diablo kennt. Hat man alles gesehen, gefunden und besiegt, muss man einfach nur an den Rand des Levels gehen und schon ist man wieder zurück auf der Oberwelt. Doch wie bereits erwähnt, trifft man auf seinen Erkundungen stets auf diverse Gegner. Doch zum Glück hat man so allerlei Mittel, sich zu verteidigen. Jeder Held besitzt dabei 5 Waffenslots für Pistole, Gewehr, Schrotflinte, Bogen und Nahkampf. Dazu kommen noch ein Slot für eine Rüstung und 2 für Amulette, die einem passive Werte verleihen, wie zum Beispiel Schutz vor Gift oder dass man mehr Schaden bei Nacht macht. Man findet im Spiel zum Glück massenhaft Loot und das nicht nur von besiegten Gegnern, sondern quasi überall. In Kisten, Schränken, auf Dächern, ja sogar an Leichen, die ihr ausgraben könnt. Neben nützlichen Waffen und Munition findet man aber auch ganz schön viel Müll. Den kann man aber zum Glück bei Händlern für wichtiges Gold verkaufen. Auch wenn der eigene Inventarplatz jetzt nicht gerade üppig ausfällt. Man kann also auch nicht einfach alles sinnlos in seine Tasche stopfen. Am Ende ist so ein Heil-Item dann doch ein wenig mehr wert und wichtiger als so eine schmutzige Gabel. Gut ausgerüstet geht es nun also in die Kämpfe. Diese steuern sich, wie schon erwähnt, wie ein Twin-Stick-Shooter. Mit dem linken Stick steuert man seinen Helden, mit dem rechten Stick in welche Richtung man schießt. So etwas wie ein Lock-on-Feature auf Gegner gibt es nicht. Das macht die Kämpfe gerade am Anfang doch recht anspruchsvoll. Man versucht krampfhaft, die vielen Gegner aus der Distanz zu treffen. Diese verhalten sich aber recht schlau und verschanzen sich hinter Deckungen, werfen Dynamit und flankieren einen. Ehe man sich versieht, ist die Munition alle, Heil-Items hatten wir auch keine dabei und schon wird der Bildschirm blutrot. Und man ist gestorben. Es muss also eine andere Taktik her. Und hier kommt jetzt eine der größten Stärken von Weird West zum Vorschein. Freiheit.
Das Spiel bietet einem massenhaft Möglichkeiten, wie man eine Mission angeht. Wer will, kann versuchen, die Gegner lautlos aus dem Hinterhalt zu töten. Aber immer schön dran denken, die Leichen zu verstecken. Sonst werden diese entdeckt und Chaos bricht aus. Agent 47 lässt grüßen. Doch warum alleine in den Kampf ziehen, wenn man sich Hilfe holen kann? Man kann bis zu 2 Söldner anheuern, die einem dann im Kampf unterstützen und sie sogar mit besseren Waffen und Rüstungen ausstatten, um sie stärker zu machen. Direkte Befehle kann man ihnen aber nicht geben. Sie agieren im Kampf komplett autark. Doch es gibt noch weitere Alternativen im Kampf. Neben Schusswaffen schaltet man mit der Zeit auch verschiedene Skills frei. So kann der Schweinemensch eine verheerende Stampfattacke ausführen. Der amerikanische Ureinwohner kann einen Bären beschwören oder einen Mini-Tornado starten. Die verschiedenen Fähigkeiten sind sehr stark und retten einem im Kampf das ein oder andere Mal vom sicheren Tod. Neben den charakterspezifischen Skills kann aber auch noch jede Waffe geskillt werden. So kann man elektrisch geladene Kugeln verschießen, die Gegner stunnen oder Schüsse, die garantiert kritisch treffen. Dabei ist es nur etwas unglücklich, dass bei allen 5 Helden die Waffenskills identisch sind und man sie dazu immer wieder komplett neu skillen muss, wenn man einen neuen Akt mit einem neuen Helden startet. Anders sieht es da bei den Perks aus. Wenn man diese freigeschaltet hat, bleiben diese und sind für jeden Helden aktiv, was sehr hilfreich ist, da diese im späteren Spiel sehr mächtig werden. So machen seine Söldner bis zu 60% mehr Schaden oder Waffen nachladen geht 25% schneller. Doch das wohl wichtigste Feature im Kampf ist die Bullet Time. Auf Knopfdruck springt man wie Max Payne in Zeitlupe durch die Luft und kann in aller Ruhe die Gegner ins Visier nehmen. Die Bullet Time sollte man also so oft wie möglich einsetzen, da sie einen aus vielen brenzligen Situationen befreien kann. Doch neben den Kämpfen und der Erkundung hat Weird West natürlich noch mehr zu bieten. Da wäre ein Crafting-System, mit dem man seine Waffen und Rüstungen aufwerten kann. Ein Rufsystem, wo kriminelle Handlungen wie Stehlen oder das Töten von Unschuldigen einen sogar ins Gefängnis bringen können. Diverse Nebenaufgaben und sogar Bounties, die man annehmen kann, um sich so zusätzlich Gold zu verdienen. Und das ist auch nötig, denn Gold ist eigentlich immer knapp. Das liegt vor allem an einer Sache: Munition. Davon kann man nie genug haben. Es passiert nämlich nicht selten, dass einem im Kampf die Patronen oder Pfeile ausgehen. Und dann muss man sich mit seiner Nahkampfwaffe wehren, was in der Regel nicht ganz gut endet. So gibt man eigentlich sein ganzes Gold nur für Munition aus und kommt erst gar nicht auf die Idee, auf eine neue coole Waffe oder Rüstung zu sparen. Das ist gerade in den ersten 2 Akten extrem. In späteren Akten startet man schon mit besseren Waffen, die spürbar mehr Schaden machen. So verbraucht man einfach weniger Munition und kann sich so von seinem Gold auch mal einen stärkeren Söldner oder sein eigenes Pferd kaufen. Weird West ist ein faszinierendes Spiel, das viele bekannte Elemente aus diversen Genres versucht zusammenzuführen. Und das gelingt leider nicht immer. Die Kämpfe sind zwar cool inszeniert und geben einem diverse Möglichkeiten, aber leider kommt die Kamera nicht immer mit und verdeckt stellenweise komplett das Spielgeschehen. Auch ist der Schwierigkeitsgrad nicht ganz ausgewogen. In den ersten Stunden hat man große Schwierigkeiten bei den Kämpfen. Dafür wird es ab Akt 4 zu einfach, da man eigentlich immer mit 2 sehr starken Söldnern und sehr guten Waffen unterwegs ist. Dazu können die Zufallskämpfe auf der Oberwelt auf Dauer ganz schön nerven, vor allem dann, wenn man einfach nur zu seinem nächsten Questmarker will. Dafür kann das Spiel aber mit seinem abgedrehten Setting und den 5 sehr unterschiedlichen spielbaren Helden punkten. Vor allem die einzelnen Geschichten sind allesamt toll geschrieben, auch wenn es bis auf ganz wenige Ausnahmen leider keine Sprachausgabe gibt. Alles in allem kann Weird West sein großes Potenzial aber leider nicht komplett ausschöpfen, da viele Spielmechaniken nicht alle einwandfrei zusammenkommen. Fans von Action-RPGs, aber auch immersiven Simulationen sollten dem Spiel dennoch eine Chance geben. Vielleicht, wenn es mal im Sale ist. Oder Xbox Game Pass Mitglieder, die können sich sowieso freuen. Das Spiel ist ab seinem Release im Abo-Dienst verfügbar. Vom Art-Design erinnert mich Weird West so ein bisschen an Shadow Tactics. Bloß eben mit dem Setting von Desperados im Western.
bloß halt ein bisschen abgedrehter. Finde ich auch wieder ein sehr cooles Setting wie bei Vampire davor. Spricht mich hier auch wieder sehr an. Western-Setting bin ich ein großer Fan von. Ist, glaube ich, wenn ich überlege, ist es wahrscheinlich auch mit eins meiner Top 3 Settings. Auf Nummer 1 ist, glaube ich, so Starfield, Mass Effect, so ein bisschen Sci-Fi, bisschen in der Zukunft. Aber Western ist auch schon, mag ich sehr. Und dann kommt wahrscheinlich Mittelalter, die drei. Western ist aber auch sehr cool, deswegen, das kann man sich auf jeden Fall auch anschauen, auch wenn ich selber kein Fan von diesen Top-Down-gesteuerten Shootern bin. Da stelle ich mich nie so gut an, schieße nur daneben. Aber kann ja jeder machen, wie er will. Kommen wir zu einem First Look, den habe ich für euch gemacht, und zwar High-Rise City. Da habe ich ordentlich Zeit reingebuttert, habe da gedacht, hey komm, ich baue eine riesen Stadt auf. Und wie ich mich geschlagen habe, wie mein Eindruck davon ist, das seht ihr jetzt. Vom Indie-Entwickler Forexo Entertainment und Publisher Deck 13 kommt nun ein Titel, der es in sich hat. So wurde High-Rise City nicht nur 7 Jahre lang von nur einer Person entwickelt, sondern schickt sich auch an, vielleicht den ganz großen Konkurrenz zu machen. So setzt der Titel nämlich auf einen Mix aus bewährter Städteaufbausimulation und komplexen Wirtschaftssystemen. Wie gut das High-Rise City schon im Early Access gelingt, erfahrt ihr in unserer Preview. Von wem High-Rise City eine gewisse Inspiration als Städteaufbauspiel geerbt hat, lässt sich nicht von der Hand weisen. Cities Skylines. So legt ihr wie gewohnt Straßen an, weist Zonen für Wohn- und Gewerbegebiete aus, baut Servicegebäude wie Feuerwehr, Polizei und Krankenhäusern, kauft neue Grundstücke und könnt Gesetze erlassen. Zudem müsst ihr euch um eure Infrastruktur kümmern, also genug Strom produzieren, den Wasserkreislauf in Schwung bringen, eine Müllabfuhr errichten und ähnliches. Wo City Skylines jetzt aber noch eine Schippe drauflegt mit ausgeklügelten Straßensystemen und Verkehrssimulationen, Dingen wie dem Bodenrichtwert oder auch das Stromnetz, bleibt High-Rise dabei deutlich einfacher und zugänglicher. Zwar müsst ihr auch hier ein Auge auf Verschmutzung, Lärm und ähnliche Dinge haben, aber bei weitem mehr an der Oberfläche. So müsst ihr zum Beispiel einfach nur genug Strom produzieren, müsst euch aber keine Gedanken machen um Hochspannungsleitungen und wie der Strom jetzt genau zu den einzelnen Häusern kommt. Viel intensiver solltet ihr euch dahingegen eurer Wirtschaft widmen. Die funktioniert sehr ähnlich wie die in Anno. Denn alles, was ihr in High-Rise City errichtet, kostet nicht nur Geld, sondern auch eine bestimmte Menge an Ressourcen. Die könnt ihr entweder kostenintensiv am Hafen importieren oder im besten Fall selbst produzieren. Zu Beginn benötigt ihr eine Menge Holz für euren Stadtausbau und verfügt lediglich über einfache Arbeiter mit niedrigen Ansprüchen. Heißt, Holzfälle errichten und die Bedürfnisse der Bevölkerung stillen. Arbeiter verlangen dabei neben den Servicegebäuden nach Fisch, Gemüse und Obst, also bauen wir kurzerhand Fischer-, Gemüse- und Obstfarmen. Und das lohnt sich, denn je mehr Bedürfnisse wir stillen, desto mehr Steuern nehmen wir ein, desto mehr Einwohner zieht es in unsere Stadt und mit mehr Einwohnern einer bestimmten Klasse schalten wir neue Stufen frei. Auf Stufe 2 bekommen wir so Zugriff auf bessere und neue Industriegebäude und die Bevölkerungsklasse Ingenieure. So benötigen wir für die neuen Gebäude neben Holz fortan auch Ziegel und die Ingenieure verlangen nach Gewürzen, Kleidung und Möbeln. So schalten wir Schritt für Schritt 5 Bevölkerungsstufen frei, errichten aufwendige Produktionsketten und bauen so unsere Stadt weiter aus. Fügt man nun beide Aspekte der Städteaufbau und Wirtschaftssimulation zusammen, ergibt sich ein interessantes Konzept mit Potenzial, welches das Spiel allerdings leider noch nicht so ganz ausschöpft. Denn leider greifen die beiden Schwerpunkte noch nicht so ineinander, wie man es sich wünschen würde. Bei einer Städteaufbausimulation würde ich es mir wünschen, auch wirklich eine Stadt im großen Maße zu errichten. Bis jetzt errichten wir aber eher nur einzelne Häuser statt ganze Blocks. Da die Ressourcen dafür quasi nie vorhanden sind, wir aber auch nicht mehr produzieren können, da wir sonst pleite gehen. Das fühlt sich einfach ein wenig, ja, unterwältigend an. Gerade in den mittleren Stufen. Da fehlt mir persönlich einfach ein wenig die Think Big-Einstellung, wie ich sie bei einer Städteaufbausimulation erwarten würde. Ein wenig hinderlich ist auch der Warenkreislauf und die dafür benötigten Speditionen. Zwar funktionieren auch größere Produktionsketten einwandfrei, sind aber ein wenig
umständlich gestaltet. So müssen nach jedem Produktionsschritt die Waren von LKWs abgeholt und zur Spedition gefahren werden. Viel effizienter wäre es da, einfach direkt zwischen den einzelnen Industrien die Waren zu transportieren. Also statt Getreidehof-Spedition, Mühle-Spedition, Bäckerei-Spedition, einfach Getreidehof, Mühle, Bäckerei, Spedition. Das würde einiges einfach einfacher gestalten und Speditionen sowie die Straßen vor den Speditionen entlasten. Und apropos Straßen. Abgesehen davon, dass sich der Straßenbau über längere Distanzen ein wenig fummelig spielt, haben diese in High-Rise City fast immer einen Meter Offset zum Boden. Das fällt in der Totalen erstmal nicht so auf. Wenn ihr aber mal an eine Straße ein Produktionsgebäude errichtet, welches dann wegen des Höhenunterschiedes nicht erreicht werden kann, dann nervt das schon. Sehr cool ist dahingegen das Feature, dass ihr mit einem Jeep durch eure Stadt fahren könnt. Durch seine eigene Stadt cruisen macht schon wirklich was her. Allzu genau solltet ihr da aber auch nicht hinschauen. High-Rise City macht schon jetzt im Early Access eine Menge richtig. Der Städteaufbau-Simulationspart spielt sich einwandfrei und ist deutlich einfacher und eingängiger als der von Cities Skylines gestaltet. Was wichtig und richtig ist, denn so können wir uns besser um die gesamte Wirtschaft kümmern. Immer neue Ressourcentypen freischalten, neue Produktionsketten errichten und anspruchsvollere Bedürfnisse stillen, das funktioniert schon wirklich gut. Und gerade hier merkt man, dass sich High-Rise City viel mehr als Wirtschaftssimulation versteht und eine schöne große Stadt lediglich das Ergebnis einer florierenden Industrie ist. Mit ein bisschen Feintuning lassen sich zudem die angesprochenen Probleme wohl einfach beseitigen. High-Rise City besitzt mit seinem Mix eine Menge Potenzial und lohnt sich weiter verfolgt zu werden. Ja, High-Rise City, ich glaube vom Art-Design her oder wie es aussieht, kann man den Vergleich zu City Skyline, also das unmöglich, das außer Acht zu lassen. Es sieht sehr ähnlich aus, die Straßen, die Gebäude, wie ihr die Zonen anlegt. Aber es vermischt ja eben sehr viel mit Anno. Und ich muss da, also persönlich, wie gesagt, es passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Wenn ich mehr auf Stadtbau stehe, spiele ich wahrscheinlich aktuell eher City Skylines. Und wenn ich mehr auf diesen Management- und Warenketten aufbaue, gehe ich wahrscheinlich eher Richtung Anno. Aber es könnte eine sehr coole Mischung werden. Es ist ja noch nicht draußen, ne? Ist ja jetzt Early Access, glaube ich, haben jetzt sehr viel Zeit daran zu arbeiten. Das ist ein cooles Setting, das könnte wirklich cool werden. Noch stimmt die Balance einfach für mich noch nicht. Aber mal gucken, wie es im nächsten Spiel so aussieht. Wir haben nämlich noch eine Zock-Session für euch, und zwar Orbital Bullet. Schaut es euch einfach mal an und wir quatschen danach. Macht's ab. Hallo meine lieben Zuschauer, zu dieser kleinen Zock-Session. Wir spielen Orbital Bullet, ein 360-Grad-Roguelite. Ihr werdet gleich sehen, warum das 360-Grad heißt. Weil wir machen das mal, ihr seht es direkt hier beim Rumlaufen, warum es 360-Grad heißt. Und zwar, ihr bewegt euch sozusagen immer auf so einem Zylinder. Achso, wir sind schon da, Spiel starten. Da lauft immer außenrum heißt, es gibt jetzt nicht 3D-mäßig. Jetzt, hier seht ihr es noch besser. Laufen, also springen. Dann könnt ihr, wenn ihr so eine Ebene abgeschlossen habt, was später heißt, immer alle Gegner killen, euch hochschießen lassen auf so eine neue Ebene. Apropos Gegner, bisschen Super Mario-like, könnt ihr einfach drauf springen. Gehen hier mal ein bisschen schnell durch, X schießen. Und ihr seht auch, wie sich diese Schüsse so schön hier rumbiegen. Und ein bisschen streuen tun sie trotzdem. Wir haben halt nicht so viel Schuss. Und dann sind wir fertig und dann können wir einfach auf LB klicken. Und dann werden wieder hochgeschossen, alles wunderbar. In diesen Dingern sind immer Waffen drin. Nehmen wir auf jeden Fall mit, wechseln und jetzt haben wir halt ein Sturmgewehr, was halt deutlich stärker ist. Und jetzt seht ihr das, wie das so aufgebaut ist, und zwar mit so Zylindern uns jetzt hin und her teleportieren. Jetzt wollen sie uns gerade beibringen, wir sollen auf jeden Fall wieder darunter, dass wir dann hier den Zylinder wechseln können. Zack, rüberschießen. Tutorial zu Ende, kurz die Story einmal mitgenommen, dass ihr Bescheid wisst, um was es geht. Dread Corp hat die Menschheit angegriffen und wir sind die einzige Hoffnung, die Menschheit noch zu retten, indem wir unseren Geist hochgeladen haben in sozusagen eine Cloud und jetzt als Supersoldat versuchen, die Erde zu retten, als letzte Überlebender oder als letzte Möglichkeit. Jetzt als Cyborg so ein bisschen. Im Shop können wir leider gerade absolut nichts kaufen. Wir haben nämlich nur 17 Credits, 50 oder so eine Schlüsselkarte für 30. Können wir beides nicht machen. Aber hier können wir leveln und das nehmen wir auf jeden Fall mit. Haben wir schon einen Punkt? Ja, wir haben schon einen Skillpunkt. Also, verbesserter Kugelschaden, 25%. Ist ganz nett. Wir nehmen mal das. Ihr habt auch innerhalb so eines Zylinders auch immer so mehrere Ebenen. Und dann könnt ihr hier über diese
Jump Pads immer wechseln. Jetzt bin ich auf dem äußeren Ring. Auf die springe ich immer gerne drauf, muss ich ehrlich zugeben. Weil dann machen die nichts. Zack. Wir haben sogar schon wieder den Skillpunkt freigeschalten. Wir können jetzt auswählen, welche Skills wieder drüber. Man baut sich das immer auf und auf und auf. Und je länger so ein Run geht, wir werden noch nachher vielleicht mal einen Planeten wechseln, desto mehr levelt man sich natürlich. Und jetzt können wir diese Skillstruktur wählen, heißt, was ich als nächstes leveln kann in der nächsten Ebene. Da muss man leider wissen, was die einzelnen Sachen sind. Weiß ich selber noch nicht. Drohne finde ich ganz lustig, um irgendwie zu sein. Kann ich auch direkt leveln, die Drohne? Ja, wunderbar. Wunderbar, jetzt habe ich so ein Ding, genau. Aber wir sind noch nicht fertig, weil hier gibt es noch den Weg rüber. Und den wollen wir natürlich auch mitnehmen. Ah, okay, da die Drohne, die schießt ja ein bisschen drüber immer. Das ist ja... Ah, ne, jetzt mal. Okay, was sagen wir jetzt? Das ist gefährlich, nämlich diese Viecher da mit der Leuchtkugel. Die schießen nämlich auch raus, obwohl sie im anderen Ring sind. Muss man immer ein bisschen aufpassen. Habe ich schon schmerzhaft gelernt, als ich das Spiel zum ersten Mal ausprobiert habe. Den können wir drauf springen. So. Oh, Schrotflinte. Das ist gut. Dann gehen wir jetzt wieder zurück. Obwohl, jetzt könnten wir... Wir haben 67. Was können wir kaufen? Erhöht die Chance, Credits zu finden. Ja, ist halt eine Investition in die Zukunft, ne? Wir nehmen das mal mit. Hui. Okay. Bei der Schrotflinte auf jeden Fall nah dran stehen. Direkt gelernt. Die haut aber was weg, ey. Boah, krass. Und das ist so eine Sache, das versuchen wir später mal im Run. Es gibt so Kisten, zum Beispiel die, ihr müsst an diesen Punkt unter 2 Minuten Spielzeit kommen. Jetzt haben wir 3:12 effektiv gespielt, also wirklich effektive Spielzeit. Wenn ihr das mitnehmen wollt, dann solltet ihr euch eigentlich immer ein bisschen beeilen. Perk aufsammeln, gehärtete Munition, 5% mehr Waffenschaden oder so. Und so baut ihr euren Charakter immer weiter. Oh, jetzt sind wir schon wieder beim nächsten Shop, haha. Heilt 35 Lebenspunkte für 3. Oh, uns fehlt eine, um es zu heilen. Das ist jetzt bitter. Das ist wirklich bitter. Oh, komm. Mit dir. Ah, und da seht ihr schon in der Mitte. Da geht's zum Boss. Aber bevor wir das machen, heilen wir uns gleich nochmal. Das wird auf jeden Fall mitgenommen. Weg mit dir. So, was? Der hat mich nicht getroffen. Jetzt aber. Okay. Bevor wir da reingehen, nochmal kurz zurück. Einmal heilen. War, sind wir wieder fast voll. 5 Lebenspunkte fehlen. Egal. Die Sache ist, ihr werdet es auch gleich sehen. Ja, der erste Bosskampf ist nicht wirklich Bosskampf. Da kommen erstmal hier ganz 3 normale Mobs. Dann kommen halt ein paar viele Flatterviecher. Und jetzt kommen halt etwas 3 größere. Die halt so diese... Machen wir mal so. Da können wir nämlich weiterschießen, ohne in diese Leuchtkugeln zu laufen und dass sie uns abschießen. Zack! Und das war's schon. Deswegen, der erste Bosskampf wäre immer so ein bisschen unterwältigend, aber dafür dürfen wir uns hier am Ende jetzt heilen. Bekommen eine Flakkanone. Was kann die denn aufheben? Hui. Hui. Die auch noch nicht. Und jetzt können wir uns auswählen, nach Diatus oder Miro zu gehen. Wenn ihr mal das erste, den grünen Planeten. Und hier seht ihr auch direkt, komm hier, geht weg. Neue Gegnertypen. Okay, die Flak macht nicht so viel Schaden, irgendwie habe ich gerade gemerkt. Komm, mach mal hier so den. Ach komm. So, was haben wir? Granatenwerfer. Tauscht mir direkt wieder die Flak aus. Ja, sieht lustig aus. Upgrade-Station, 2 Punkte sogar. Ja, auf jeden Fall die Drohne 1 weiter, weil ich hier kann nicht... Was sind denn die Wurfstellen? Drohne mit kurzer Reichweite und Streuung. Ist es noch eine extra Drohne? Ah ne, das haben wir gerade ausgewählt. Schoss eigenen Schaden zu blockieren. Dafür müssen wir aber erst das hier. Oder halt hier uns rüber leveln. Merken wir uns für den nächsten Run. Und jetzt seht ihr den Endboss von vorhin. Der taucht jetzt hier einfach ganz normal auf. Und so ein Level besteht dann immer aus so 2-3 kleinen Zylindern mit mehreren Ebenen. Und wenn man da immer durch ist, dann kommt man immer zum Boss. Und jetzt hoffen wir mal. Mal gucken, wie weit wir gleich kommen. Machen wir ein bisschen Super Mario-like. Da hinten wartet auch schon ein Perk auf uns. So. Ah. Nur mal sicher da durchholzen. Jetzt. Wunderbar. Jetzt. Da ist schon was shiny. Das muss gut sein. Ach so, freizuschalten.
Da könnten wir ein Scharfschützen gerne bekommen. Ist gar nicht so cool. Hier ist nix. Ich würde dir gerne Heal kaufen, aber das. Nehmen wir die Schlüsselkarte mit. Im Falle des Falles, dass wir jetzt die gleich brauchen werden, müssen wir nicht zurückgehen. Ach, ich habe ja den Granatwerfer die ganze Zeit komplett vergessen. Wunderbar. Bossraum. Jetzt wird es nämlich interessant. Jetzt kommen wir zum ersten wirklichen Boss. Gegen den habe ich mich schon zu Hause so blöd angestellt, als ich es zum ersten Mal ausprobiert habe, das Spiel, ey. Aber umso wichtig, umso besser, dass wir jetzt mal hier sind. Diese 33 blauen Punkte, die wir überall gesammelt haben, in diesen Containern, dass wir Leute abgeschlachtet haben, können wir jetzt hier ausgeben und dadurch feste Perks oder halt kleinere Bonis mitnehmen für unseren nächsten Run. Und dann können wir hier nämlich, das müssen wir erst freischalten, deswegen war komplett sinnlos, dass wir eine Schlüsselkarte gekauft haben, können wir so Dimensionsrisse, die da mal da sind, freischalten. Und das machen wir auf jeden Fall. Hier müssen wir 10 investieren, jetzt können wir es machen. Okay, ich kriege eine Waffe und ich kriege ein Medipack. Nehmen wir das Medipack. Wir machen noch das Kombo-System noch und dann haue ich den letzten Punkt auch noch ins Medipack rein. So, achso, wird kurz beigebracht, RB halten fürs Medipack. Und im Waffenschrank, wir haben 8 solcher Zahnräder sogar, oder so Waffen, kleine Bestandteile davon. Ich weiß gar nicht, wie es im Level heißt. Und damit können wir hier neue Waffen oder das Maximallevel oder Minimallevel erhöhen. Das kostet halt aber richtig, wie ihr seht, deswegen bewahren wir die nochmal auf. Und wir starten immer in Ortum. Ich kann das nicht ändern und deswegen machen wir das jetzt mal ein bisschen schneller. Perk müssen wir auf jeden Fall trotzdem mitnehmen. Lebensraub. Oh, Lebensraub ist cool. Oh, da oben ist schon Dimensionsriss. Ah, und das nervt mich an diesem bisschen. Gut, wir haben keine Schlüsselkarte. Und zwar könnt ihr euch auf der Stelle nicht einfach so umdrehen. Ihr müsst wirklich immer euch bewegen. Also ich könnte jetzt im Stehen nicht einfach sagen, oh gut, jetzt dreh dich um. Hier läuft die Zeit zum Glück nicht weiter, ne? 38 Sekunden jetzt gespielt für die 3 Ebenen. Können wir so viel Zeit lassen, wie wir wollen. Nee, aber du kannst dich jetzt nicht, also wenn du schießt, du kannst dich nicht einfach um, also hier schon, weil wir uns ein bisschen bewegen können. Aber wenn du an der Wand stehst, geht das nicht. Tatsächlich, wenn man da drin steht, dass man eben dann nicht mehr so sagt, okay, gut, jetzt drehe ich mich einfach an der Wand um und schieß zurück. Nö, geht nicht. Geht nicht. Da muss man sich leider wirklich bewegen. Das finde ich ein bisschen blöde. Zack. Ah, nein! Zu schnell gewesen. Da wäre eine Waffe zum Freischalten gewesen. Genau, da ist wieder so ein Waffenpart, Waffenteil. Zack, fertig. Maschinenpistole. Ja, nehmen wir mal mit. Gehen wir mal zum anderen Planeten, nach Niro. Und da geht nicht alles nach oben, sondern nach unten. Ach, diese Dinger. Was? Der macht ja überhaupt nichts gegen den. Was ist das denn? Da muss die Schrotflinte her. Ah ne, halt, stopp. Die haben noch so ein Schutzschild. Erst in die Mitte. Den Generator zerstören. Und jetzt können wir. Lebensraum 5%, das ist sehr schick. Dimensionsriss. Ja, die Sache ist, es gibt gute Dimensionsrisse und schlechte. Oh, wir haben noch 4 Leben. Okay. Die roten sind nämlich nicht gut. Da musst ihr nämlich 15 Leben zahlen, um da reinzukommen. Und dann sind die auch super schwer. Einen Run machen wir noch und dafür, und das ist sehr gut, dass wir jetzt hier sind, können wir nämlich noch Klassen wählen. Wir haben nämlich einen so einen Fertigkeitspunkt freigeschalten und jetzt haben wir den Söldner, Feuerteufel, Ingenieur und Marodeur, was auch immer. Und können hier einmal, halt stopp, ein Upgrade machen. Er wirft ein Frisbee, die während des Flugs nach oben und unten, das ist eigentlich ganz schick. Wirft eine Granate, die Explosion in mehrere Richtungen auslöst. Geschützturm und eine Granate, die mehrmals springt. Nehmen wir mal den Frisbee, weil der ist, glaube ich, ganz cool gegen diese ganzen Fliegeviecher auch.
Ah, okay. Und oben links seht ihr unter der Waffe, wenn wir es machen, hat so ein, eine Cooldown-Zeit. Und jetzt versuchen wir wirklich, den Boss zu legen. Und zwar den ersten nochmal in dieser grünen Welt. Der ist ein bisschen einfacher, glaube ich. Hallo. Achso, ich bin schon wieder auf der falschen Waffe. Wollen wir unseren Frisbee wieder? Können wir schon? Nein. Jetzt kann ich. Ah, wir haben es schon. 14 Leben. Ah. Nicht gut. Nicht gut. Ja, jetzt hätte ich mal gerne so einen Heal. Okay. Ah. Ich habe auch zu Hause echt ein paar Runden gebraucht, um überhaupt reinzukommen, muss ich ehrlich zugeben. Ich würde mir gerne wünschen, dass man später in dieses Level einsteigen kann und nicht mehr das Standardding machen muss am Anfang. Das ist zwar nett, um reinzukommen, so ein paar Skills freizuschalten, eine Waffe zu sammeln. Ne, es gibt auch diese Zeitkiste, da so ein bisschen einfach sich warm zu spielen. Aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ich meine, ich habe das zu Hause ja schon mal gespielt, das Spiel davor, ein paar Runden. Du versuchst halt durchzukommen, ohne Schaden zu nehmen, musst aber trotzdem schnell spielen, weil du ja die Zeitkiste zum Beispiel haben willst und dich ja eher auf die späteren Level konzentrieren möchtest. Deswegen finde ich das immer so ein bisschen, ich würde gerne später starten. Aber ist halt natürlich so ein bisschen dann das Roguelite-Prinzip, dass du eben immer von Anfang an alles neu, hier kannst du immer ein paar Sachen freischalten, was echt gut funktioniert. Ich finde, also, ich finde das Spiel mega. Ich finde es echt cool gemacht. Ich finde es richtig gut. Das mit dem Rumlaufen finde ich ganz lustig. Vor allem, wenn ihr eine Waffe habt, die wirklich lange schießt. Es gibt so ein Laserstrahlgewehr. Der schießt dann einmal komplett um diesen ganzen Zylinder rum. Das ist echt lustig. Weil ihr schießt und einfach trefft alle Gegner. Das ist schon cool. Aber wie gesagt, ich fände es eigentlich, fände es manchmal cool, weil ich glaube, es gibt halt 6 Planeten insgesamt, wenn ich das hier so richtig sehe. Oben links ist der blaue, oben rechts ist der grüne. Und die unteren 4 schaltet man danach frei. Wenn man das alles in einem Run machen muss, oh, Respekt. Ja, Respekt. Vielleicht schaltet man da auch irgendwann später was anderes frei. Das Anfangslevel gibt mir jetzt irgendwie selber nicht mehr so viel. Aber es ist gut zum Warmwerden, muss man zugeben. Und ich finde das Spiel, wie gesagt, ich kann es nur nochmal sagen, ich finde es mega, ich finde es richtig gut. Obwohl ich kein großer Fan von Roguelike bin, muss man dazu sagen. Ich habe eigentlich keine hohe Frusttoleranz. Immer wieder und wieder und wieder und wieder zu machen, ist nicht mein Ding. Aber das Spiel, das finde ich wirklich cool. Die Pixel-Optik muss man natürlich mögen, aber ich fand das in dem Spiel eigentlich überhaupt kein Problem. Ich fand das echt cool. Und deswegen kann ich dieses Spiel eigentlich nur jedem ans Herz legen, weil mir hat's gefallen und euch hoffentlich auch. Ciao! Ein sehr schmuckes kleines Spiel. Ein sehr schmuckes kleines Spiel in die Spiel. Wir haben das am Montagmorgen aufgezeichnet. Wenn ich vielleicht ein bisschen müde war, sorry dafür. Aber es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Und ich finde, es hat seine Stärken vor allem dann ausgespielt, wenn es wirklich auch diesen 360-Grad-Aspekt wirklich, du gemerkt hast, das kannst du wirklich auch für dich nutzen, fürs Spiel. Eben nicht nur Sidescroller, sondern eben auch, dass es halt zusammenhängt ist. Zum Beispiel, wenn du eben drüber springst, dass du zum Beispiel die Kampfhunde mit dem Schild vorne auch von hinten abschießen kannst, ohne dich umdrehen zu müssen. Das fand ich sehr cool. Und immer wenn das möglich war, hat das Spiel für mich richtig Spaß gemacht. Und wenn man dann auch wirklich mal drin ist, war so ein Run wirklich in 10, 15 Minuten mal durch. Wenn man das alles kennt, macht es richtig viel Spaß, geht echt schnell, einfach, locker von der Hand, steuert sich wirklich gut. Das Einzige, was mich so ein bisschen genervt hat, habe ich, glaube ich, auch gesagt, dass man eben sich beim Schießen auf der Stelle nicht umdrehen kann, sondern sich immer so ein bisschen bewegen muss. Ist halt blöd, wenn man in der Ecke steht. Aber das ist eine Kleinigkeit, das kann man garantiert noch fixen. Pixen, jetzt verlemale da ich das schon mit meinem Namen. Aber sehr cooles kleines Spiel, ich werde es verfolgen, ob ich es nochmal spielen werde. Vielleicht, es hat schon sehr viel Spaß gemacht. Damit sind wir auch schon am Ende dieser kleinen, netten Ausgabe heute am 1. April zu Ende. Ich hoffe, ihr seid auf keinen April-Scherz reingefallen. Wenn nicht, wie gesagt, schaut euch gerne unseren Livestream an. Den Link findet ihr dazu unten in der Infobox. Dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch wieder sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Euer Pirmin.